Und da sind wir auch wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Dem letzten Part haben wir zwei Feen erhalten, weil wir zwei Echsen-Dinger getötet haben. Ich frage mich hier, wo ich hier gerade bin. Das ist der Hauptraum. Aber ich weiß nicht, ob ich hier einfach runter soll. Ob mir das was bringen würde. Ich habe keine Ahnung. Nee. Ich gehe einfach mal hier runter. Ich bin nicht auf dem Ding drauf. Was soll das hier? Ich hätte eine Idee, aber ich weiß nicht. Da weiß ich echt nicht weiter. So, Damani, mach das mal bitte kaputt. Falls es geht. Ne? War klar. Jo, schöne Scheiße gebaut. Lebensmüdiger Sprung, der nicht lebensmüde ist. Auf euch habe ich keinen Bock. Geht weg. Wow. Chill. Ich versuche heute den. Das hätte ich aber. Ihr schon wieder. Ich dachte, ich wäre echt losgeworden. Ich wollte doch nur mal hier durch. Na gut. Brennt. Oh, ihr seid wohl ganz cool, ne? Ihr seid ganz cool. Hör auf, Feuer zu streuen. Mann, das Schwert ist zu kurz. Die sind schnell. Hey, Süßer, komm, ich stech dich weg. Wieso kann man das Feuer nicht ablocken? Das ist voll unlogisch. Wieder Zeit verloren durch die Lappen. Naja, okay. Mir egal. So. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich glaube, ich werde diese Idee einfach mal durchsetzen. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich dann damit erreiche, aber. Oder vielleicht auch doch. Oh, kann ich eh nicht? Nee. Doch, ich werde das jetzt durchziehen. Eiskalt. YOLO! Runter da. Oh nein! So. Ich werde jetzt einfach diesen Schalter hier unten aktivieren und versuchen damit irgendwas zu erreichen. Das schon wieder. Macht das doch einfach kaputt. So, das Ding geht wieder runter. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Sehen wir einfach nach. Gehen wir hier hoch. Ja, da hoch geht auch, würde ich mal sagen. Brauche ich nur den Deko-Jungen. Den Deko-Link. So. Ach ja. Geh doch da hoch. So. Leute, ich hätte mal wieder eine Idee. Wir bräuchten mal, ich suche mir mal wieder ein Thema raus. Einfach so aus dem Kopf. Ohne zu laggen. Und ich habe immer noch nicht gesagt,
Oder doch, habe ich vielleicht doch, aber ich weiß nicht mehr. Und wie kann das jetzt genauso groß sein wie die andere Ebene? Das ist doch irgendwie nicht möglich, oder? Oder doch? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Den Raum kennen wir doch. Da ist der andere Schalter. Den muss ich doch vielleicht doch nochmal aktivieren. Ich bringe ja nur ein Video und das auch noch selten hoch. Das liegt endgültig daran, weil ich scheiß Internet habe. Wir haben nur einen Anbieter und das ist natürlich für mich, naja, das Schlimmste. Der Telekom ist ja nicht so toll. Warum ist denn das wieder so groß? War das nicht eben kleiner? Oh, jetzt habe ich aber wieder eine Idee. Und du fällst jetzt nicht runter, ja? Damit bin ich nicht zufrieden, wenn du runterfällst, Link. Du bist doch so ein Akrobat. Zumindest hier. Yeah. Geht doch. Ja, wir haben nur einen Anbieter und das ist auch noch das teuerste. Grob gesagt. Und das sehe ich nicht ein, dass wir das holen. Ich muss eine Etage höher. Wie komme ich denn jetzt eine Etage höher? Ich bin mal wieder voll orientierungslos. Das ist eine Eigenschaft an mir, die passt hier eigentlich nicht rein in Zelda. Aber ich krieg das jetzt irgendwie hin. Wir gehen einfach hier durch und sind hier. Was mir das bringt, weiß ich selber noch nicht. Kann mir die Karte helfen? Nein. Naja, vielleicht doch, aber ich weiß nicht, wo ich bin. So. Anfangsraum? Vielleicht komme ich ja hier weiter. Ihr zögert nur Zeit. Ich will nicht, dass ihr Zeit zögert. Das mag ich nicht. Wieso ignoriere ich euch einfach nicht? Geht da rein. Ja, obwohl der Raum, ich weiß nicht, ob der was bringt. Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, nerven mich. Da ist der Anfang. Und hier ist. Stimmt, hier war ja auch noch was. Mano. Wieso seid ihr mal so viele? Ja, schön in den Rücken. Oh, das frieren wir einfach mal auf. Erhitzen es. Und der nächste Depp kommt. Hallo! Bam, bam, bam. Konntet ihr schon immer so springen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, jetzt nerv mich nicht, ich habe zu tun. So. Ein normaler Schalter. Und er erschafft diese Kiste. Ich würde mal behaupten, ich weiß, was da drin ist. Hoffentlich kommt das jetzt nicht im Video. Ich hatte gerade einen Fehler. Wow. Mit einem Schlag und das Ding. Rutscht. Und Link rutscht mit. Ich würde mal sagen, es muss so mit dahin. Jupp. Gehst du bitte da hoch. Und dann gehst du bitte da hoch. Ui. Link soll aber noch lebend hier raus. Ja,
Es war wirklich eine Fee, wie ich es vermutet hatte. Aber jetzt muss das Ding leider wieder nach da hinten, damit ich durch diese Tür kann. Supi! Ach ja, es gibt ja nur 4 Tempel. Oder? Ja. Wir werden bald auch wieder Sidequests machen. Schließlich haben wir 100% Let's Play am Start. Also es läuft schon. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass da irgendwas ist? Irgendwas ist doch da bestimmt. Ich habe da so ein Kackgefühl. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da oben ist irgendwas Wichtiges. Ich bin jetzt voll neugierig. Ich brauche mal die Feenmaske. Wenn das noch leuchtet, dann ist da eine Fee drin. Ne? Wahrhaftig. Da ist wahrscheinlich wirklich noch eine Fee drin. Ne? Aber wie mache ich jetzt die Kiste auf? Dann muss ich ja wieder einen Umweg. Ja. Du sollst dich da hochlegen. Du sollst es schieben. Was mache ich hier eigentlich gerade für einen Müll wieder? Boah, die Kamera ist hier richtig kacke. Am Anfang. Ach so, ja, damit ich da drauf kann und dann, ja. Nettes Rätsel, aber es kostet mich mal wieder Zeit. Wertvolle Zeit. Fee, komm her! Nummer 9. Wie viele gibt es? 15, 16, 20, 15 nur. Haben wir ja wieder fast alle. So, gehst du bitte dahin? Und dann... Nein, nicht rollen. Dahin. Die Geräusche von dem Goron ist irgendwie witzig. Und die Legs auch. So, waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht. Mann, die mich alle hier umbringen wollen. Ach so, ja. Jetzt können wir hier uns diese Kiste holen. Keine Ahnung, was da drin ist. Mann, ey. Was da immer passiert. Jetzt hör auf damit, Link. Ja, war das so schwer? Jetzt durfte ich wieder extra laufen. Ui. Was ist da drin? Eine Fee. Das heißt nur noch 5 Stück. Aber ich komme immer noch nicht weiter. Ihr seid wohl obercool. Bei euren Spielchen werde ich nicht mitmachen. Eiskalt in die Fresse geschlagen. Super. Und noch einer. Nein, danke. Geh bitte weg. Taya? Auf Frötchen stellen mit dieser... Ja. Das hast du schon mal ganz am Anfang gesagt. Was geht heute nur schief? Und wieder ein Kart. Kein Bock, wieder die Leiter hochzugehen. Also, ich muss es ja, aber ich habe keinen Bock, euch das zu zeigen, weil es langweilig ist. So. Jetzt nochmal von vorne, Damani. Sei ein braver Junge und gehorche. Bumm. Ich komme nicht weiter. Was soll ich nur tun? Das ist nervig. Sehr nervig sogar.
Naja, okay. Hallo, meine Kleine, wer bist du denn? Das nenne ich meinen laggigen Dev. Du lebst natürlich auch wieder, natürlich. Das Logische ist, die anderen bleiben tot und der wird immer wieder gespawnt. Als ob man sich nicht merken kann, dass da noch ein Ziel war. Ich bin so ein Vollidiot. Oh Mann. Ich bin heute ein bisschen ungeduldig. Das bin ich generell. Gegen sowas nicht treffen zu können, ist schon doof. Immerhin komme ich jetzt hier weiter. Oder? Ach so, das ist ja simpel gewesen. Jetzt freue ich mich aber. Kaputt. Und nochmal. Es muss ich nur noch. Jetzt muss ich das Ding runter machen, sonst wäre das ja unlogisch. Uiuiui. Oder es muss auf dieser Länge kurz bleiben. Kann das sein? Nee, kann es nicht. Das heißt, ich muss ganz runter. Juhu! Suizid! So. Da war der Schalter. Stampfattacke! Oder nicht? Ich wollte eigentlich heute schon viel weiter sein, aber irgendwie verwirrt mich das Ganze hier. Boah, ich habe euch voll vergessen. So, genug aufgepumpt, hoch geht's. Das Ding scheint wieder normal zu sein. Aber es bringt mir immer noch nichts. Ich muss irgendwie versuchen, die zwei Eisplatten kaputt zu machen. Aber wie? Ja, hier schon mal nicht. Da vielleicht. Oder da? Es gibt so viele Türen und ich weiß einfach nicht weiter. Ich könnte jetzt diesen Schalter nochmal wieder aktivieren. Und ich glaube, das wäre sogar das Beste. Dann ergibt das Ganze überhaupt keinen Sinn mehr, aber irgendwie muss es ja gehen, ne? Also merke ich mir, das ist immer der Hauptraum. Okay, das weiß ich schon so, aber ich meine, immer wenn ich den Schalter runter mache, kann ich durch die anderen Türen. Ach so, das sind mehrere Eisschichten. Es kommen immer wieder neue und die muss ich alle zerstören. Also ist das, was ich da mache, nicht darunter. Gar nicht mal falsch. Im Gegenteil, das ist sogar richtig. Link, was nimmst du eigentlich immer für Sachen, damit du dich nicht mal festhalten kannst? Mann. Immer dieses Runterfallen. Echt nicht cool. Und dann gehen wir mal hier hoch. War ich zwar eben auch schon, aber egal. Hier wollte ich sowieso hin. Aber nein, ich musste ja runterfallen. Eisplatten? Nö.
Aber ich kann doch wieder nach oben. Mit Legs. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Ich mag dich nicht. Und euch beide mag ich auch nicht. Ihr nervt. Was war denn hier nochmal? Eine Tür. Jetzt bist du auf einmal ein Skiller oder was im Springen. Super. Kann ich hier nicht einfach abkürzen? Kann ich wirklich? Super. Ah, und hier sind die nächsten Platten. Hier läuft es echt gut. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich wieder nach unten und wieder die Platten zerstören. Aber ohne zu sterben heute noch. Stampfattacke. Ja, genau, genau so. Und dann muss ich wieder dahin. Jetzt kann ich wieder den normalen Weg nehmen. Aber ich will keinen Umweg gehen. Ich will heute mal schneller unterwegs sein. Right? Jo. Immerhin werden wir heute noch die Platten schaffen. Cool. Und Sprung. Und Sprung. Und hier fällst du bitte nicht runter. Das ist nämlich meine Passstelle. Da muss ich immer wieder verwandeln und hochfliegen und das mag ich nicht. Da muss ich wieder unnötig cutten und das mag ich dann auch nicht. Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste das auch stimmen, was ich gesagt habe. War aber bis jetzt immer so. Ja. Aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Ein ganz komisches Gefühl. Aber was ist, wenn das immer respawnt, diese Platten? Das heißt, ich mach's so kaputt, mach das Ding wieder runter, mach's wieder hoch und dann ist es einfach dieselben Platten wie vorher. Aber das ergibt doch dann keinen Sinn. Ich will das hier einfach nicht umsonst machen gerade, sonst habe ich hier den Part irgendwie voll verkackt. Ich mag dich immer noch nicht. Und euch mag ich auch nicht. Vor allem der rennt als dumm herum. Uncool. So. Es beginnt schon die zweite Nacht, würde ich mal sagen. Ja. Aber ich will das jetzt noch machen hier. Ist ja tatsächlich so. Wird das wirklich immer neu gespawnt? Bitte nicht. Doch, ich glaube, ich mache irgendwas Dummes. Irgendwas Dummes mache ich, ziehe ich hier gerade ab. Ich spüre das voll. Irgendwas mache ich voll falsch.
ein Kackgefühl gerade mal. Und dieses Gefühl mag ich gerade mal nicht. So. Mag ich überhaupt nicht. Nervt nicht. Du bist auch langweilig. Geh doch da rein. Ist hier noch eine Tür? Die gelbe. Die gelbe, gelbe und keine. Ich hab jetzt nur die grüne und die gelbe. Ich muss wieder höher. Wie komme ich wieder höher? Ohne als ein Stein zu werden. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier rein wieder und dann da rein. Hopp. Ich baue hier wieder irgendwie Scheiße. Ja, obwohl. Zack. Unnötig. Und was ist, wenn ich doch alles richtig gemacht habe und ich lasse mich jetzt nur dumm was einreden? Wo ist denn die richtige Antwort? Oh, das war doch richtig. Schneller! Ich habe ein dummes Gefühl. Aber ich habe was gesehen und das kann auch... Ja, ich glaube, das muss so bleiben, denn da oben ist auch eine frei und die kann ich dann auch kaputt machen. Aber da muss ich erstmal hinkommen, ne? Was mache ich nur falsch? Ich meine, wenn ich das kaputt mache... Dann kann ich die zwei wieder nicht kaputt machen. Und wenn ich das dann runter mache wieder? Dann bringt das doch auch nichts. Denn es wird immer wieder neu gespawnt. Es geht runter. So, nur noch die zwei sind da. So. Ihr nervt. Dann gehe ich wieder da hoch, betätige wieder den Schalter, damit es höher geht. Dann habe ich wieder alle Türen hier frei, die ich dann nie frei habe. Oder wie ist das gemeint? Bin mir ziemlich sicher, dieses Spiel trollt mich. Und mein Handy hat schon wieder geklingelt. Was soll das denn? Hoffentlich wird das jetzt nicht so eine Gespamme. Mit dem Handy zumindest. Aber der Part ist eh rum. So gut wie. Aber ich glaube, das ist wirklich so, dass immer wieder Platten kommen. Ich meine, guck mal, was soll das denn? Jetzt kommen wieder neue, oder? Ja. Was soll mir das bringen? Ich hab echt keine Ahnung. Wenn euch dieser Part gefallen hat,
dann könnt ihr ihn ja liken. Abonnieren wäre auch ganz nett und hilfreich sogar. Sehr sogar. Was sich hier vor sich geht, ich werde mich mal allein hier kurz umschauen. Und wenn ich endlich eine Antwort habe, dann, ja, mache ich den Part weiter, ne? Also, nein. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.